Nein, 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 nein. Oh, ohne Schutzweste, ja. Nein, Sweetie, Sweet, Sweet. Alter. Nein. Oh. Wo, wa, wie? Hä? So, du hast dann die zweite Welle überstanden. Verdammt. Der hätte das aber, glaub, oder? Ist hätten jetzt noch ein Herz, oder? Nee, das ist ja nur meine Freundin, denke ich mal. Ja, ja, ich hab Sweet verloren. Nein, das ist aber eine Schutzweste. Nein, Sweet, Sweet, Sweet. Na, komm schon. Achso, oh, nein, das ist Sweet. Alter, jetzt knall ich den auch noch ab. So. So. Okay. Wo ist denn der? Hier drüben. Ja, dieses Video gehört dir. Huh. Er meint es doch nur gut, CJ. Ja, wir haben es geschafft. Huh, sorry Leute, ich hatte aber zwischenzeitlich hatte ich dann doch noch, habe ich gedacht, dass sie uns dann doch vielleicht noch abknallen. Aber wir haben es geschafft. Ich würde sagen, alter Schwede, wir könnten aber, ja, wir, also, das wäre auch so eine Sache, mal wieder die Vierteljahre zu übernehmen, ne? Wir haben das jetzt wieder für uns erobert, zum Glück. Ist aber auch irgendwie schon geil, das Prinzip, so einzelne Stadtteile wieder für einen selbst zu erobern. Gut, hätten wir das Video erledigt. Ich würde einfach mal sagen, ach, hier liegt jetzt ein Herz. Ach so, Moment, dann kann ich das jetzt auch mal nehmen. Finde ich ganz cool, dass das jetzt hier auch mal so rumliegt einfach. Das ist doch toll. So, okay. Sauber. So, dann fahren wir mal wieder zurück. Ich habe es ja schon, genau, ich habe es ja schon angepeilt. Und machen die nächste CJ-Mission. Mache ich dann noch diese Aufnahme. Also für euch, wie schon gesagt, ist ja eh irrelevant. Ihr kriegt ja täglich die Folgen. Ich erwähne es aber trotzdem immer. Tja. Ich bin halt ein böser Bube. Nein! Motorrad ist auch ein bisschen... So. Gab es einen kurzen Ruckler? Ich weiß gar nicht, auf welche Festplatte ich gerade aufnehme. Ich hatte es ja schon letzte Aufnahme erwähnt irgendwie. Aber müsste jetzt, glaube ich, sogar alles stimmen. Ich habe ja, ich habe eh beide freigeräumt, also... Das dürfte das geringste Problem sein. Schön hier wieder in Los Santos rumzufahren, muss ich ehrlich sagen. Weil wir so lange nicht mehr waren, ist das echt wieder richtig geil. Ist auch, finde ich, eine der coolsten Gegenden. Wobei natürlich Las Venturas auch nicht zu verachten ist. Es ist natürlich richtig geil, so richtig cool nach Las Vegas nachempfunden. Las Vegas wollte ich eben sagen. Komme ich da irgendwie... Na, super. Nein, oh Mann. Ja, manchmal wegen solchen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel dieser Barriere, kommt man manchmal einfach nicht vorbei. Das ist auch richtig schön. Da vorne ist schon die Villa. Beziehungsweise sind mehrere Villen. Muss ich, glaube ich, hier einfach vorbei. Ja. Weiter da hinten. Komme ich da rüber? Na los. Na los. Ich komme hier nicht rüber. Ich bin so schlecht. Na, komm schon. So. So, jetzt aber. Da vorne ist es schon. Okay, super. Ja. Yeah. Oh. Huh. Oh. Ja, bitteschön. Mhm. Catalina, it's Carl. I think you got the wrong number. Oh, Carl. So sorry, it is such an easy mistake to make, mm-hmm. Especially when I am so light-headed with love and lust. Yeah, well I... No time, bye! Cloudspeed, der Hauptcharakter aus GTA 3, ich erwähne es mal wieder. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob der so die Glückskarte hat, aber naja, der Cloud, der hat ja in GTA 3 seinen großen Auftritt und naja. Wer GTA 3 geguckt hat, weiß ja, was mit Catalina am Ende passiert. ich spreche hier gerade mal. Und ich glaube auch eben, dass uns extra angerufen hat. Ich habe es mir sofort gedacht, dass uns garantiert gerade extra angerufen hat. Finde ich geil, dass sie uns einfach mal so zwischendurch immer wieder anruft. Auch in der letzten Mission so.
Lass uns einfach mal anrufen. Cutthroat Business. Ja. Hey, what's up, dog? CJ, what's up, baby? Word. Resist, Sunshine. You can do it. For me, eh? Fucking Northerners. No, Mecca. Fight the urge. Ah. Fetcher. You know it's my time again. I know, dude. So what's holding you back? Whoa, whoa, hold up. This is video. I gotta see this fool. OG Lok. You got nothing to worry about. We're going to hang with the homies. Man, that fake ass Lok. Lok? But he's terrible. Motherfucker. I knew there was something familiar about those rhymes he was kicking. They're from my rhyme book. Uh-oh. That's my money. And those are my hoes. And that's my video he's shooting today. Okay. I say we make a cameo appearance. Just drop in on the night. Yeah, that's gangster. Come on. I love you, Maggie. You ain't biting the head, mate. Ich liebe die beiden Typen irgendwie doch, weil die sind einfach so durch. Wir bringen Mad Dog zu dem Videodreh. So, ich erwähne es mal wieder. Wir haben schon vor... Tell me how a fake buster phony like suck-ass Lok can make it in a rap game, CJ. Music business is changing, dog. It's all about dance routines and showmanship now. Any fake-ass idiot can get a record deal these days. So what am I supposed to do? Dog, you got heart, you got natural style, you got ice-cold gangsters running through your veins. Anybody can get a record deal. But only the genuine article can shake down the house. CJ, my man, you a natural man. Ja, CJ, du bist der Beste. Alter, ich kann nicht fahren. CJ ist der geborene Manager und ich bin der Antifahrer. Man sieht's ja, ich kann einfach wunderbar fahren. Ich erinnere mal wieder daran, wir haben schon vor Ewigkeiten, das war wirklich ewig her, das war, oh Gott, um Episode 20 rum, schätze ich mal. Vielleicht sogar noch ein bisschen früher, da haben wir für OG Lok, das war eigentlich quasi einer aus unserer Gang. Den haben wir erst aus dem Gefängnis geholt und der hat ein paar, naja... Erfahrungen im Gefängnis gemacht, sagen wir mal so. Er hat sich ein bisschen zu oft nach der Seife gebückt. Und naja, für den haben wir dann das Versbuch geklaut, weil wir ja Respekt haben wollten, was natürlich total sinnvoll ist von einem einzigen, aber naja, damals waren wir halt noch nicht so groß im Business. Ich meine, wenn man es mit jetzt vergleicht, jetzt sind wir ja quasi ein ausgebildeter Auftragskiller, wenn man so sagen will. Beziehungsweise sind wir einfach super trainiert in allem. So, ich check das mal kurz. Okay, müssen wir hier rüber. Und, naja, damals haben wir den OG, OG Lok hat er sich ja dann genannt, das Versbuch geholt. Und naja, der Rest ist Geschichte. Jetzt wird natürlich Mad Dog sein Versbuch zurück. Komm ich denn da nach unten? Ich will über die eine Brücke da fahren. Moment, ich fahr mal hier lang. Mann, ey, jetzt verfahre ich mich ja auch noch. Nein! Nein, nein, nein! Oh. So. Komme ich da auch noch irgendwie anders rüber? Ja, klar. Ich bin der geborene Fahrer. Okay, Doki. Oh oh. Geil. Was ist das für Luftkissen? Genau, versuch abzuhauen. OG Lok versucht abzuhauen. Lass ihn nicht entkommen. Müssen wir den jetzt töten oder was? Naja, ich meine, der Typ ist zwar ein Arsch, aber im Endeffekt hat er uns ja beauftragt. Also wir sind jetzt hier die. Naja, gut, er war der Auftraggeber, also in dem Sinne. Wir hätten aber auch Nein sagen können. Tja, tut mir leid.
OG, das, ich will das eigentlich nicht, aber... Du Heilige, ist aber cool mit den Teilen. Finde ich geil, dass es die hier auch gibt. So, komm, dann würde ich mal sagen. Ach so, okay. Yeah! Wow. Die lassen sich aber echt smooth steuern. Also schon geil. Komm, ich knall den jetzt einfach ab. Ich den mal hier eingeholt habe. Ach so, stimmt. Jetzt, ich habe eben schon gedacht, hey, was macht er da? Aber ist klar, hier können wir auch gut an Land wechseln. Das ist schon geil, sowas. So ein Amphibienfahrzeug quasi. Nein! Nein, ich hänge hier fest. Oh, oh. Ah, die lassen sich sehr... Nein! Oh, Mann. Müssen aufpassen, dass er jetzt echt nicht abhaut. Ja, Mad Dog ist jetzt ja auch nicht der Schnellste. Hä? Was ist der da oben? Ja, komisch. Vielleicht müssen wir ihm einfach nur folgen, das kann natürlich auch sein. Ich dachte jetzt irgendwie, das ist eine Verfolgungsjagd, wir knallen ihn einfach ab. Aber, kann natürlich auch sein, dass wir ihm jetzt hier nach oben folgen müssen. Das ist gut möglich. Bin jetzt ehrlich gesagt nur froh, dass er jetzt nicht einfach... Ja! Ah, Mann, die Lenkung. So, jetzt aber. Krieg ich dich, mein Freund. Hä, was? Go-Kart? Ja. Also lösen wir das heute mal ohne Waffengewalt. Das finde ich auch schön. Ja, genau. Wieso nicht? Lass dich nicht abhängen. So ein kleines Stück. So, ah, nein! Alter, das ist Mario Kart hier in GTA. Nein! Dolph Zeng, ja, ja! Welcome to the jungle! Auch geiles Lied. Oh nein. Come to the jungle! So. Kleiner Fun Fact für nebenan, das habe ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, aber da war damals der Ton verloren gegangen. Ich habe ja diesen Spruch, We've got fun and games, den habe ich auf meinem, das ist so mein Channel-Spruch, könnte man sagen. Und der kommt aus diesem Lied, denn in diesem Lied gibt es ja Welcome to the Jungle, We've got fun and games und von daher kommt der, von dem Lied ist quasi ursprünglich mein Spruch. Ja. Ramm halt alles weg, OG Lock. Nein, oh. Der ist echt nicht schlecht, muss man sagen. Aber wir müssen halt aufpassen, dass wir uns nicht abhängen lassen. Oh, meine Fresse, meine Fresse. Okay. Ist natürlich die Frage. Ich denke, wir müssen aber wieder folgen einfach. Links, rechts, links, rechts. Okay. Ist aber geil mit dem Go-Kart. Das ist echt cool. Nein, nein, nein. Oh. Aber auch hier können wir ihn noch gut einholen. So. Ist bestimmt total egal, mit den Dingern hier rumzufahren. Nein! Ja, ja. Oh. Okay. You phony! Man, you can't prove nothing. Jeffrey, you a bust, straight bitch. You stabbed me and my brother in the back. Man, I'm an artist. We all make mistakes. Ain't that right, Alki? You ain't no artist. You're a buster. You're a fake. Man, I was gonna give you credit on the next album. Man, royalties? Take that. I got more too. Bitch, I should smack dog shit out your ass. Just don't break your face right here, motherfucker. You phony. Mr. Dog, Jimmy Silverman, blasting for I'm the manager. You want to talk? Talk to me. Okay. Pleasure, gentlemen. Let's talk, all right? I need hits. I mean hits. Now, what about this guy? This phony.
got a good mind to sue his ass into next year. Hey, Lo, go get us some lunch. You get lunch. Excuse me, gangster. I don't think so. Man, get out of here. Don't be pushing me. Don't be pushing me. Da haben wir es wieder. Misserfüllt und Respekt gekriegt. Wie viel Respekt haben wir eigentlich gerade? Geht sogar, aber Respekt ist echt das Schwierigste, was man so, ne, was man auffüllen kann quasi. Okay, gut, hätten wir erledigt. Ja, war's auch, gut. Das heißt, jetzt haben wir auch die CJ-Mission oder jetzt Mad Dog, Torino, Sweetie, das war ja ein bisschen durcheinander mit den ganzen Missionen, hatten wir jetzt erstmal erledigt. Geil, dann würde ich sagen, fahren wir hier schon mal zurück, dass wir dann da auch nächste Aufnahme gleich starten. Und ich habe es ja schon letzte Aufnahme gesagt, aber jetzt kommen wir echt dem Ende zu. Ja, weil jetzt sind wir schon bei Sweeties Mission. Ich bin schon sehr gespannt, was sich jetzt hier am Ende, was am Ende noch geschieht. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ist ja klar, ist ja blind. Sollte ja aufgefallen sein. Nach 100 Folgen. Bei welcher Folge sind wir hier gerade? Ich kann es euch gar nicht sagen, aber wir sind schon nahe den 100, was krass ist. Es ist richtig krass, wie viele Folgen wir schon haben. Das kommt mir ja gar nicht so lange vor. Klar, ich spiele es jetzt schon einige Zeit, aber naja, immer so 2-3 Folgen am Tag aufgenommen, was jetzt auch gar nicht mal so viel ist. Also ich kann mir vorstellen, dass da manche Let's Player echt dann gleich ein paar Stunden am Stück immer aufnehmen. Was sich bei dem Spiel eigentlich auch lohnen würde, nur da brauchst du einfach mal eine Pause, weißt du? Das ist nach einiger Zeit einfach nur zu anstrengend. Ist aber generell bei Spielen so. Bei denen du nicht weiterkommst, da brauchst du auch einfach mal einen klaren Kopf nach einer Zeit. Okay, kann ich von hier aus? Ja, da dürfte ich runter können, ja. Alter, was ist das denn hier? Nein! Nein, nein, nein! Wow! Ich bin der geborene Motorradfahrer, ich sehe es jetzt schon. Nennt mich Raffi den Motorradfahrer. Ich fahre jetzt rückwärts raus, ey. Nö, die können mich mal. La 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 la. Das kam unerwartet. Okay, dann würde ich sagen. Alter, ich will doch. Ich will dich die. Was waren die denn hier? Schnauze. Habe ich noch daneben gezielt. Und Schnauze. Habe ich eine Chance, irgendwie ins Haus reinzugehen, ohne die Mission auszulösen? Das haben sie nämlich extra da platziert, nehme ich mal an. Alter, ich will doch nur speichern. Mann, ey. Jetzt lass mich doch da. Hier so vielleicht. Ja. Ja! Alter, waren wir lang nicht mehr hier. Muss mich erstmal wieder umsehen. Krass. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze. Entschuldigt, hab mich hier ein bisschen. Ist cool, ist echt cool, dass wir wieder hier sind. Da hat man echt so ein bisschen. Keine Ahnung. Erinnert man sich so an die guten alten Zeiten mit den Coco-Pops zurück. Ja, das waren Zeiten. Lecker, Schmecker, Coco-Pops. Immer schön in den Mund nehmen. Ich beende jetzt lieber die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches. Tschüssi.